Willkommen zur Vorlesung Computeralgebra mit Oskar. Das Oskar-Projekt entwickelt ein neues Open-Source-Computeralgebra-System für Berechnungen in Algebra, Geometrie und Zahlentheorie. Ich kann hier einmal auf den Link des Projektes klicken und sehe hier eine Übersicht über die Bausteine des Projekts. Ich gehe hier links einmal auf About und sehe also, dass das Oskar-Projekt Teil des sogenannten Transregio 195 ist. Das ist ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziertes Projekt, das an den Universitäten Aachen, Kaiserslautern und im Saarland durchgeführt wird. Und das Ziel dieses Projektes ist es eben, das sogenannte Oskar-Projekt zu verwirklichen, ein Computeralgebra-System, das viele verschiedene Untersysteme in sich vereint. Und wir wollen dieses Computeralgebra-System also nutzen, um Berechnungen in Computeralgebra durchzuführen. Berechnungen von Problemen, die wir in der Vorlesung kennengelernt haben. Oskar ist in der Programmiersprache Julia geschrieben. Ich kann hier auch auf den Link klicken, öffnet sich die Homepage von Julia. Julia ist eine relativ neue Programmiersprache, die frei zum Download verfügbar steht. Also wenn ich hier mal auf Downloads klicke, sehe ich hier die verschiedenen Versionen. Wenn man also Julia benutzen möchte, kann man ja einfach auf einen der Links klicken und sich die entsprechende Version herunterladen. So, ich habe also Julia runtergeladen und hier eine neue Julia-Session gestartet. Und jetzt möchte ich kurz zeigen, wie man Oskar in Julia installiert und auch wie man diese Notebooks öffnet. Das Notebook, mit dem ich im Folgenden diese Vorlesung gestalten möchte, das ist ein sogenanntes Jupyter-Notebook, das ich in einem GitHub-Repository gespeichert habe. Der Link dazu ist in der Beschreibung dieses Videos zu finden. Das kann man dort runterladen. Und ich zeige jetzt kurz hier, wie man das öffnet in Julia. So, aber erstmal installieren wir Oskar. Dazu wechseln wir in Julia in den Package Manager. Und das funktioniert, indem wir die eckige Klammer zu drücken. Also ich mache das mal. Jetzt habe ich hier in den Package Manager gewechselt. Wir sehen hier, das ist von grün auf blau gewechselt. Und zunächst mal aktiviere ich eine neue Umgebung. Das ist nämlich für mich die Umgebung Computeralgebra. Das initialisiert also eine neue Julia-Umgebung. Und jetzt möchte ich das Paket Oskar installieren. Dazu schreibe ich einfach add Oskar. Ja, also füge mir das Paket Oskar hinzu und dann einfach Enter. Und ich habe das jetzt hier schon gemacht, deswegen geht das ein bisschen schneller. Normalerweise dauert die Installation ein bisschen. Aber wir sehen hier schon No Changes. Das liegt einfach daran, dass ich hier schon installiert habe. Ja, wenn man das noch nicht installiert hätte, würde es ein bisschen länger dauern. Aber trotzdem würde man das mit Add Oskar machen. Und als zweites schreibe ich noch Add iJulia. Ich sage gleich was dazu, warum. Aber wieder habe ich das hier schon gemacht. Deswegen sehen wir hier keine Changes. So, das sind also die beiden Packages, die ich brauche. Oskar und iJulia. Und jetzt gehe ich zurück, indem ich einfach die Back-Taste drücke. Das mache ich mal. So, jetzt bin ich zurück in Julia. Und ich lade jetzt das Package iJulia. Das funktioniert in Julia mit dem Befehl using. Also using ist ein Befehl, der ein Package in die aktuelle Session lädt. Und ich lade jetzt iJulia in meine Session. Und das Package iJulia stellt mir jetzt Funktionen bereit, mit denen ich diese Jupyter Notebooks öffnen kann. Das ist genau das, was ich machen möchte. Ich möchte im Folgenden dieser Vorlesung ein Jupyter Notebook bearbeiten und das Paket iJulia lässt mich das tun. Und das Paket iJulia stellt die Funktion Notebook bereit, also Notebook, Klammer auf, Klammer zu. Und wenn ich das ausführe, dann öffnet sich ein Browserfenster, in dem ich zum Pfad, wo ich das Jupyter Notebook gespeichert habe, navigieren kann und öffnen kann. So, ich bin hier zurück in meinem Jupyter Notebook. Dort, wo ich die Vorlesung angefangen habe, und möchte jetzt Oskar benutzen, um eben Berechnungen in Computeralgebra durchzuführen. Bevor ich aber starte, möchte ich kurz noch sagen, dass dieses Notebook auf Präsentationen basiert, und zwar auf Präsentationen von Taylor Brzezewicz, Anna-Laura Sattelberger, Mima Stanojkowski und Rosa Winter. Diese vier haben nämlich auf einem Workshop das Oskar-Projekt vorgestellt und waren so nett, ihre Jupyter Notebooks für meine Vorlesung bereitzustellen. Die originalen Jupyter Notebooks sind unter diesem Link hier zu finden, unter dem Math-Repo des Max-Planck-Instituts in Leipzig. Also wenn man hier auf den Link klickt, kommt man eben zu dem Repository, wo die Notebooks der vier von Taylor, von Anna-Laura, von Mima und von Rosa
zu finden sind. Und diese vier Notebooks habe ich genommen und werde sie jetzt teilweise in der Vorlesung vorstellen. Ich gehe zurück in mein Notebook. Und jetzt möchte ich anfangen. Zunächst, um das Oscar-Projekt in die aktuelle Julia-Session zu laden, führen wir den Befehl using Oscar aus. Also in Julia beschreibt der Befehl using den Befehl, ein Package in die aktuelle Session zu laden, in diesem Fall das Package Oscar. Das habe ich ja bereits installiert. Jetzt möchte ich es in die aktuelle Session laden. Das mache ich mit using Oscar. Ich führe es mal aus. Es dauert eine Sekunde. So, jetzt ist das Package geladen. Jetzt kann ich die Funktionen, die Oscar bereitstellt, in Julia benutzen. Und ich fange an mit Funktionen, die mit der symmetrischen Gruppe rechnen können. Zum Beispiel kann ich in Julia jetzt Permutation definieren. Das funktioniert in Oscar mit dem sogenannten Perm-Befehl. Perm ist eine Funktion, die ein Vektor als Eingabe nimmt, nämlich einen Vektor von Zahlen. Und dieser Vektor beschreibt die Permutation, die definiert werden soll. Also in diesem Fall habe ich 2, 3, 1, 5 und 4. Und das beschreibt die Permutation, die die 1 auf die 2 abbildet, die 2 auf die 3, die 3 auf die 1, die 4 auf die 5 und die 5 auf die 4. Also der ite Eintrag ist die Zahl, auf die die i abgebildet wird. Das kann ich jetzt in Julia definieren. Und ich sehe, der Output ist nicht der gleiche Vektor, sondern der Output ist die Permutation in Zykelschreibweise. Denn diese Permutation, die 1 auf 2, 2 auf 3, 3 auf 1, 4 auf 5 und 5 auf 4 abbildet, kann ich beschreiben durch ein Produkt von zwei Zyklen, nämlich einmal dem Zykel 1, 2, 3 und einmal dem Zykel 4, 5. Ja, wir sehen hier oben, diese Permutation vertauscht nur 4 und 5 und sie ist auf den Zahlen 1, 2, 3 ein Zykel. Wir können auch Produkte von Permutationen ausrechnen. Hier definiere ich S als die Permutation, die ich hier oben schon hatte. Und ich definiere auch eine Permutation T. Und T definiere ich aber ein bisschen anders als S. T kann ich jetzt mit Hilfe dieses sogenannten Makros definieren, nämlich auf die Art, dass ich anstatt dieser Schreibweise, wo ich sagen möchte, okay, 1 wird auf 2, 2 auf 3 und so weiter abgebildet, kann ich auch direkt die Zykelschreibweise benutzen, um Permutationen zu definieren. Aber dann muss ich eben diese Syntax hier verwenden. Ich schreibe also T ist gleich Perm, Anführungszeichen, und dann schreibe ich den Zykel, den T sein soll. Also T soll der Zykel 4, 5 sein. Ja, anstatt dieser Schreibweise mit dem Zykel könnte ich auch Perm von dem Vektor 1, 2, 3, 5, 4 geben. Einfach direkt die Permutationsschreibweise. Aber diese Zykelschreibweise ist viel kompakter und deswegen wähle ich sie. So, ich führe das aus. Das definiert S und T. Die Semikolons am Ende signalisieren Julia, dass ich keine Ausgabe möchte. Deswegen sehen wir hier auch keinen Output. Aber wir können das Produkt der beiden berechnen. P ist gleich S mal T. Und wir sehen, das Produkt von S mal T ist der Zykel 1, 2, 3 und 4 und 5. Und das macht Sinn, denn hier S ist einfach die Permutation, die auf 4 und 5 konstant ist und auf 1, 2, 3. Was macht nämlich genau dieser Zykel? Und T ist die Permutation, die 4 und 5 vertauscht. Ja, ich könnte jetzt hier bei S auch 5 und 4 vertauschen und das Produkt ausrechnen. Dann habe ich nur den Zykel 1, 2, 3, denn jetzt hebt T den Effekt, den S hier auf 5 und 4 hat, auf. Also dann kriege ich nur den Zykel 1, 2, 3. Ich ändere das mal kurz zurück. Ich kann die Zykelschreibweise von P ausgeben lassen, aber die Information, die ich hier kriege, habe ich ja auch schon hier oben gesehen, dass nämlich genau 1, 2, 3 und 4, 5 die Zerlegung in Zyklen dieser Permutation P ist. Das ist genau das, was hier oben auch steht. Ich kann Permutationen auch potenzieren, einfach indem ich p² schreibe und sehe hier, p² ist der Zykel 1, 3, 2 und ich kriege aber die Zerlegung in Zyklen 1, 3, 2, 4 und 5 und hier sehen wir den Unterschied zwischen Cycles von p und einfach nur der Ausgabe von p, nämlich einfach nur die Ausgabe von p gibt mir die Ausgabe in Zyklen, die nicht die Identität sind, wobei aber die Cycle Decomposition hier, also Cycles von P, gibt mir alle Zyklen, also auch die einelementigen Zyklen. Hier sehen wir den Unterschied. Wir können das Signum einer Permutation ausrechnen mit Sin von P. Das Signum von P ist in diesem Fall minus 1. Wir checken mal, ob auch das Signum von P² gleich 1 ist. Und ja, das ist so, denn das Signum ist ja ein Gruppenmorphismus. Wir können die Ordnung von der Permutation P ausrechnen und auch die Ordnung von P². Und wir sehen, die Ordnung von P ist 6 und dann ist die Ordnung
von p Quadrat 3. Ja, weil 6 geteilt durch 2 ist 3. Ich mache weiter und schaue mir an, was Oskar mir geben kann, wenn ich in Polynomringen rechnen möchte. Ich fange mal an in Polynomringen in einer Variable. Ich kann in Oskar den Polynomring über den rationalen Zahlen definieren, q von x, indem ich folgenden Befehl ausführe. R, x ist gleich Polynomial Ring von qq, x. Und dieser Befehl sagt jetzt, okay, ich möchte den Polynomring mit Koeffizienten in q und die Variable dieses Polynomrings soll x sein. Ja, und auf der linken Seite sehe ich, wo ich diese Ausgabe speichere. Ich speichere in R den Ring und ich speichere in x die Variable. Ja, ich muss die Variable x nicht x nennen, ich könnte hier auch irgendwie y schreiben und die würde trotzdem dann intern als x dargestellt werden. Ich würde es nur in der Variable y speichern. Also R ist der Ring und x ist die Variable. Und jetzt rechnen wir in diesem Ring modulo einem Ideal, und zwar modulo einem Ideal erzeugt vom Polynom f. Das Polynom f soll x² minus 2 sein, dieses hier. Und wir wollen jetzt g modulo diesem Ideal rechnen, deswegen definiere ich f gleich x² minus 2. G ist gleich x hoch 3 plus x² minus 4. Und zunächst mal schaue ich mir f und g an und sehe, f ist x² minus 2 und g ist x hoch 3 plus x² minus 4. Ja, die Ausgabe in Oskar ist so, dass sie gleich hier mit Hilfe dieser schönen Latich-Symbole darstellt. Und wir sehen direkt f und g in Latich gerendert. So, jetzt definiere ich i als das Ideal f, also i ist einfach nur f, einfach nur eine Umbenennung. Und dann kann ich modulo f in Oskar wie folgt rechnen. Ich benutze den Befehl diffrem. Der stellt g modulo f als eine Division mit Rest dar. Also r ist die Division mit Rest von g und f. Ich führe es mal aus und sehe hier r, was ich hier rauskriege von diesem Befehl diffrem, besteht aus zwei Elementen, nämlich einmal x plus 1 und 2x minus 2. Der zweite Eintrag hier ist das Ergebnis von g modulo f und der erste Eintrag ist das Polynom, mit dem ich f multiplizieren muss, also x plus 1 mal f plus 2x minus 2 ist g. Das ist, was hier rauskommt. Ich kann das hier auch nochmal schön darstellen, also g ist gleich 2 mal x minus 2 modulo f. Ja, das ist das, was hier rauskommt. In Oskar kann ich aber auch in Polynomenringen mit zwei Variablen rechnen, nicht nur mit einer, zwei geht auch, es gehen auch mehrere. Aber jetzt rechne ich mal in Polynomenringen mit zwei Variablen und dazu möchte ich den Polynomenring q von x und y definieren, also der Ring der Polynome mit Koeffizienten in den rationalen Zahlen q und zwei Variablen, nämlich x und y. Und die Syntax ist ähnlich, ich sage r, z, ich sage gleich was zu z, ist der Polynomenring von QQ, wieder QQ für den Körper der rationalen Zahlen Q. Und als Variablen gebe ich diesmal nicht einen Namen an, nicht nur x, sondern ich gebe eine Liste von Namen an. Ich gebe eine Liste von Variablennamen an, nämlich einmal x und y. Und ich speichere das Ganze in R, sodass R der Ring ist. Und z ist der Vektor der Variablen. Das heißt, wenn ich x und y einzeln nennen will, schreibe ich x, y ist gleich z. Der z ist ein Vektor, der zwei Einträge hat, nämlich die Variablen x und y, und ich speichere die explizit in den Julia-Variablen x und y. Das führe ich mal aus. Jetzt habe ich hier x und y als Variablen. Jetzt will ich in einem Ideal, modulo einem Ideal in dem Ring R rechnen, nämlich modulo dem Ideal i, was erzeugt wird von f1 und f2, wobei f1 x minus 2 mal y hoch 3 ist, und f2 ist y plus 1. Und ich möchte jetzt g gleich x² plus y² minus 2 modulo diesem Ideal rechnen. Also erstmal definiere ich hier die Polynome wieder. Ich gucke sie mir an. f1 ist x minus 2y hoch 3, f2 ist y plus 1 und g ist x² plus y² minus 2. Das sind die drei Polynome, die ich mir angeschaut habe. Und wieder kann ich in Oskar mit dem Befehl diffrem modulo rechnen. Ich rechne erstmal g modulo dem Ideal nur f1, also nur das Ideal, was nur von f1 erzeugt wird. Und hier ist ein kleiner Unterschied, den ich beachten muss. Im Beispiel vom Polynomring mit einer Variable hatte ich hier nur i gleich f1 ohne diese Klammern. Jetzt aber im Polynomring mit zwei Variablen muss ich Klammern drum setzen, denn der Polynomring in zwei Variablen als Objekt in Julia erfordert von mir die Eingabe
der Polynome, die das Ideal erzeugen, erfordert die Eingabe als Liste. Und deswegen muss ich i hier als Vektor, als Liste definieren. Aber sonst funktioniert alles gleich. I ist das Polynom, was von f1 erzeugt wird. Ich rechne r ist gleich diffrem von g und i. Und das Ergebnis ist, dass g gleich 4 mal y hoch 6 plus y Quadrat minus 2 modulo f1 ist. Und jetzt kann ich aber g auch modulo dem Ideal i rechnen, was ich hier eigentlich machen wollte, nämlich das Ideal, das nicht nur von f1 erzeugt wird, sondern auch von f2. Dazu definiere ich i als den Vektor, der sowohl f1 als auch f2 enthält und rechne wieder r ist gleich diffrem von g und i und kriege dann raus, dass g gleich 3 modulo dem Ideal erzeugt von f1 und f2 ist. Ja, ich kann also hier in Oskar mit Hilfe dieser diffrem-Funktion modulo Idealen in Polynomring rechnen. Ich mache weiter und komme zum Teil über algebraische Körpererweiterung. Oskar stellt viele Funktionen bereit, mit denen wir Informationen über algebraische Körpererweiterung rechnen können. Dazu erzeuge ich wieder den Polynomring Q von x, also den Polynomring mit Polynomen in einer Variable x über den rationalen Zahlen. Den nenne ich wieder r und schreibe r, x ist Polynomial Ring von QQ und x, genau wie oben, sodass r der Ring ist und x die Variable in diesem Polynomring. Und jetzt möchte ich die algebraische Körpererweiterung Q adjungiert Wurzel 2 rechnen. Der Weg, dies in Oskar zu tun, ist mittels Minimalpolynomen. Also ich schreibe nicht k ist gleich Q von Wurzel 2, sondern ich schreibe k ist gleich Numberfield für algebraische Körpererweiterung. Numberfield von x2 minus 2. Ja, anstatt Wurzel 2 gebe ich das Minimalpolynom von Wurzel 2, nämlich x2 minus 2. Und jetzt gibt es hier noch dieses a und der Hintergrund von diesem a ist wie folgt. Also k, a ist Numberfield von x2 minus 2, das Minimalpolynom von Wurzel 2. Und a, die Bedeutung von a ist, dass a den Erzeuger dieser algebraischen Erweiterung bezeichnen soll. Das heißt, a bezeichnet eine Nullstelle dieses Minimalpolynoms. Ja? Das heißt, a spielt die Rolle von Wurzel 2. Aber genauso gut könnte es die Rolle von minus Wurzel 2 spielen, das ist die andere Nullstelle. Aber das macht keinen Unterschied, denn ob ich jetzt zu k Wurzel 2 adjungiere oder minus Wurzel 2, das macht keinen Unterschied. Die beiden Körper sind isomorph. Gut, dann führe ich das hier mal aus. Jetzt ist k ein Objekt, das die algebraische Körpererweiterung beschreibt, nämlich die algebraische Körpererweiterung q adjungiert Wurzel 2 und a spielt die Rolle von Wurzel 2. Wir gucken es uns nochmal genau an. Also Numberfield gibt zwei Argumente zurück. K ist der Körper q adjungiert Wurzel 2 und a ist eben jetzt gleich Wurzel 2. Ich schreibe hier a ist gleich Wurzel 2, aber a könnte genauso gut minus Wurzel 2 sein. Das macht aber, wie gesagt, keinen Unterschied. Also wir gucken uns mal an. K ist ein Numberfield over Rational Field, nämlich q, die rationalen Zahlen. Also Numberfield over Rational Field with defining polynomial x square minus 2. Also genau das, was wir wollen. K ist die algebraische Körpererweiterung, die aus q entsteht, wenn wir eine Nullstelle von x Quadrat minus 2 adjungieren. Wir können uns ja mal a Quadrat angucken und wir sehen, a Quadrat ist 2. Wir können das Minimalpolynom von a zurückgeben lassen. Okay, jetzt haben wir es natürlich hier direkt angegeben, aber angenommen, wir wüssten es nicht, dann können wir es hier mit dem Befehl minpoly ausrechnen müssen. Also minpoly von a ist x2 minus 2, aber wir könnten auch minpoly von a plus 1 ausrechnen und sehen, das ist x2 minus 2x minus 1. Ja? Also wir sehen, a plus 1 ist eine Nullstelle von diesem Polynom und ist auch das Minimalpolynom von a plus 1. Ja? Wir können auch a plus 4 ausrechnen, wenn wir wollen. Dann haben wir x2 minus 8x plus 14 und so weiter. Also minpoly rechnet uns Minimalpolynome aus. Und der Grad des Körpers, also der Grad von k über q, ist 2. Ja, weil Wurzel 2 hat ja ein Minimalpolynom vom Grad 2, nämlich x2 minus 2. Also ist der Grad von k über q 2. Wir müssen den Namen der Variable a gar nicht angeben. Genauso gut können wir einfach Numberfield ohne einen Namen angeben. Also hier habe ich zum Beispiel n ist gleich Numberfield von einem Polynom vom Grad 8. Ja, ich kann das mal ausführen und sehe, das ist also eine algebraische Körpererweiterung von Q vom Grad 8. Und ich sehe auch, dass Oskar automatisch der Variable einen Namen gegeben hat, nämlich Alpha. Also Alpha ist hier die Nullstelle oder eine Nullstelle dieses Polynoms vom Grad 8. Wir können eine Basis dieser algebraischen Körpererweiterung ausrechnen, also n als algebraische Körpererweiterung definiert durch eine Nullstelle dieses Polynoms vom Grad 8, ist ja insbesondere ein Q-Vektorraum,
ein korrekter Raum von Grad 8 in diesem Fall. Okay, dieses Polynom ist irreduzibel, das wissen wir jetzt noch nicht, aber ich nehme es mal vorweg. Das ist also eine algebraische Körpererweiterung von Grad 8 und wir können uns eine Basis von Oskar ausrechnen lassen, einfach mit diesem Befehl Basis, Basis von n von 1 und wir sehen, eine Basis ist gegeben durch 1, Alpha, Alpha Quadrat und so weiter bis Alpha hoch 7. Aber das haben wir auch in der Vorlesung bewiesen. Wir haben ja gezeigt, dass eine Basis dieser Körpererweiterung, wenn dieses Polynom irreduzibel ist, genau durch diese Elemente gegeben ist. Ja, Alpha ist hier eine Nullstelle dieses Polynoms. Das ist genau das, was wir in der Vorlesung bewiesen haben. Und ich schreibe hier n von 1, weil n besteht wieder aus einem Pärchen, nämlich einmal der algebraischen Körpererweiterung und der Variable. Und ich möchte die Basis von der Körpererweiterung, also dem ersten Argument, deswegen n von 1. Ja, die Variable heißt Alpha, das wäre n von 2. Das ist also eine Basis von dieser algebraischen Körpererweiterung. Ich kann aber auch Körper mit mehreren Erzeugern angeben. Also wir können mehrere Nullstellen adjungieren. Hier definiere ich zum Beispiel eine algebraische Körpererweiterung von Q, die durch Adjunktion von 3 Nullstellen definiert wird. Nämlich ich adjungiere einmal eine Nullstelle von x2 minus 2, einmal eine Nullstelle von x2 minus 3 und einmal eine Nullstelle von x2 minus 5. Das heißt, L in diesem Fall ist Q adjungiert Wurzel 2, Wurzel 3 und Wurzel 5. Und ich nenne diese drei Variablen a1, a2, a3. Ja, hier übergebe ich anstatt eines einzelnen Namens wieder eine Liste von Namen. Und das speichere ich in der Variable b. Also b enthält die drei Variablen, l enthält die algebraische Körpererweiterung. Und wir können wieder eine Basis ausrechnen. Jetzt ist die Basis natürlich ein wenig komplizierter als eben. Wir sehen aber, dass wir hier eine achtelementige Basis kriegen, die so aussieht. Ja. Also sie besteht aus 1, also A1, A2, A1 mal A2 und so weiter. Und was wir hier schon sehen können, ist, dass der Grad von L über Q 8 ist, ja, weil wir ja hier eine Basis der Größe 8 gefunden haben. Das heißt, L ist ein Q-Vektorraum der Dimension 8. Das heißt, der Erweiterungsgrad von L ist 8. Ja. Wir können es mal direkt testen. Machen wir mal Degree von L und sehen, das ist also 8. Ich kann mir wieder Minimalpolynome ausrechnen lassen. Und zwar hätte ich jetzt gerne mal das Minimalpolynom von dem ersten Eintrag von B mal dem zweiten minus den dritten. Also das wäre in diesem Fall das Minimalpolynom von Wurzel 2 mal Wurzel 3 minus Wurzel 5. Und ich kann es mir ausrechnen lassen, das wäre x hoch 4 minus 22x² plus 1. Dies zeigt, dass L ungleich dem Körper ist, der steht, wenn wir zu Q dieses Element hier adjungieren, denn wenn wir zu Q dieses Element adjungieren, kriegen wir eine Körpererweiterung von Grad 4, weil das Minimalpolynom den Grad 4 hat. Das heißt, das L ist nicht Q adjungiert B1 mal B2 minus B3. Trotzdem können wir mit Oskar ein Element finden, sodass L, dieser Körper, der von drei Elementen erzeugt wird, einfach Q adjungiert von einem Element ist. Wir können also L als eine sogenannte einfache Körpererweiterung darstellen lassen. Und das machen wir in Oskar mit dem Befehl Simple Extension. Ja, also Simple Extension konvertiert L, die algebraische Körpererweiterung, die von drei Elementen erzeugt wird, in eine algebraische Körpererweiterung S, die von einem Element erzeugt wird. Und zwar so, dass der Körper S gleich dem Körper L ist. Also S ist gleich L als Körper, aber L wird von drei Elementen erzeugt und S wird von einem Element erzeugt. Ja, Simple Extension berechnet also einen einzelnen Erzeuger für diese Körpererweiterung L. Gucken wir es uns mal an. Also, was wir hier kriegen, S, Beta. S ist der Körper und Beta ist eine Abbildung, ein Körpermorphismus von S nach L. Ein Körperisomorphismus, weil S soll ja isomorph zu L sein. Dieser Isomorphismus Beta sorgt dafür, dass wir hier die Identifikation von S mit L kriegen. Ja, weil in Oskar, in der Implementation in Julia, sind S und L natürlich verschiedene Objekte. Das eine wird von drei Erzeugern erzeugt, das eine von einem. Und dieses Beta sorgt dafür, dass ich sie identifizieren kann. So, schauen wir uns erstmal an. S ist also eine algebraische Körpererweiterung über Q mit dem Minimalpolynom x hoch 8 minus 40x hoch 6 plus 352x hoch 4 minus 960x² plus 576. Und wir sehen, dass also S von einer Nullstelle erzeugt wird, und zwar von der Nullstelle dieses Polynoms vom Grad 8. Und wir können uns den Erzeuger von S anschauen, wie er in Oskar definiert ist. Und
Oscar benennt den mit dem Symbol Alpha. Ja, also Alpha ist die Nullstelle dieses Polynoms. Q adjungiert Alpha ist eine Körperweiterung vom Grad 8 und Q adjungiert Alpha ist genau gleich dem Körper L, der entstanden ist hier oben durch die Adjunktion von 3 Nullstellen. Also kriegen wir hier einen Erzeuger von diesem Körper. Das Minimalpolynom von Alpha, das ist natürlich dieses hier und wir können es uns nochmal explizit angucken. Hier sehen wir, das ist genau das gleiche. Aber wir können wieder auch Minimalpolynom von anderen Elementen ausrechnen, zum Beispiel von Alpha plus 1. Dann hätten wir dieses hier auch vom Grad 8. Wir können auch Alpha plus 2 ausrechnen und so weiter und so weiter. Wir könnten auch Alpha Quadrat ausrechnen und dann erwarten wir ein Polynom vom Grad 4 und tatsächlich sehen wir hier ein Polynom vom Grad 4. Also Minpoly rechnet Minimalpolynome aus. Ich kann wieder den Grad testen und das sollte jetzt R8 sein, weil das Minimalpolynom vom Erzeuger von S hat Grad 8. Also erwarten wir hier Grad 8 und wir sehen hier auch, der Grad von S ist 8. Dann stellt Oskar die Funktion isSubField bereit. Hier können wir testen, ob ein Körper K ein Teilkörper von einem anderen Körper S ist und wir testen das mal. isSubField von K und S kriegen wir als Ausgabe true, das heißt, Oskar sagt ja, der Körper K ist ein Teilkörper vom Körper S. Und das ist auch zu erwarten, denn wenn wir nochmal hochscrollen, was waren die Definitionen von K? K war ja einfach nur definiert als der Körper Q adjungiert Wurzel 2, das haben wir hier oben definiert. Und wenn wir uns nochmal anschauen, was S war das gleiche wie dieses L hier und L entsteht durch die Adjunktion von Wurzel 2, Wurzel 3 und Wurzel 5. Und wenn wir uns das hier genau anschauen, sehen wir, dass der Körper K in L enthalten sein muss, denn L enthält Wurzel 2, damit enthält L natürlich Q adjungiert Wurzel 2, was gleich K ist. Ja, und S war einfach nur die Konvertierung von L in eine sogenannte einfache Erweiterung. Ja, deswegen sehen wir hier, wenn wir testen, ob K ein Teilkörper von S ist, sehen wir true, denn S enthält Wurzel 2 und damit enthält der K, was gleich Q adjungiert Wurzel 2 ist. Ich mache weiter mit Kreisteilungskörper. Und Kreisteilungskörper könnten wir jetzt wieder mit Hilfe der Funktion NumberField definieren, aber Oskar stellt schon explizite Funktionen für die Definition von Kreisteilungskörpern bereit. Also Kreisteilungskörper sind schon in Oskar implementiert. Und in meinem Beispiel betrachte ich mal Kreisteilungskörper für eine dritte Einheitswurzel, nämlich Zeta gleich x von 2pi durch 3. So, das Minimalpolynom von Xeta ist x² plus x plus 1 und das ist das gleiche wie x hoch 3 minus 1 geteilt durch x minus 1. So, x hoch 3 minus 1 ist natürlich ein Polynom, was Zeta als Nullstelle hat, aber es hat auch 1 als Nullstelle und wenn ich dann die Nullstelle 1, also x minus 1, den Linearfaktor x minus 1 herausteile, kriege ich das Minimalpolynom von Zeta. Und in Oskar kann ich also den zugehörigen Kreisteilungskörper wie folgt definieren. C, Zeta, also was hier sehr schön ist in Julia, ist der Support für LaTeX-Symbole. Also wenn ich hier Zeta schreibe und mit Tab Completion das vervollständige, kriege ich hier ein Zeta-Symbol. Also C, Zeta ist gleich Cyclotomic Field von 3. Das definiert C als den Kreisteilungskörper für eine dritte Einheitswurzel, deswegen 3. Und Zeta ist wieder der Erzeuger dieser algebraischen Körperweiterung, nämlich genau diese dritte Einheitswurzel. Gleichzeitig kann ich aber auch natürlich den Kreisteilungskörper mit der Funktion NumberField definieren, indem ich das Minimalpolynom übergebe. Und hier sage ich NumberField von x² plus x plus 1 soll jetzt C2 sein und ich nenne den Erzeuger Xi. Und natürlich erwarten wir, dass C gleich C2 ist und Zeta gleich Xi. Und wir können es uns anschauen. Wir sehen hier nämlich, dass erstmal Zeta hoch 3 und Xi hoch 3 beides 1 ist. Das erwarten wir, weil es sollen 3, beides sind dritte Einheitswurzeln. Und wir können prüfen, ob die zwei Körper C und C2 isomorph sind. In der Implementation von Oskar sind sie natürlich nicht gleich, weil C ist ein Objekt vom Typ Cyclotomic Field und C2 ist ein Objekt vom Typ Numberfield. Das heißt, sie können als Objekte in Oskar nicht gleich sein. Aber wir können zumindest testen, ob sie als Körper isomorph sind und das ist, was wir erwarten, denn das sind beides Kreisteilungskörper für die dritte Einheitswurzel. Wir schauen es uns an. Wir testen uns das.
mit dem Befehl isIsomorphic, also isIsomorphic von C und C2. Und wir sehen, die Ausgabe ist true, das heißt ja, Oscar sagt uns, das stimmt, diese beiden Körper sind isomorph. Das ist ja auch das, was wir erwarten würden. Als nächstes gehe ich zu Galois-Gruppen. Oscar stellt Funktionen bereit, mit denen wir Galois-Gruppen berechnen können. Und um zu zeigen, wie das funktioniert, definiere ich erstmal eine Körpererweiterung, die keine Galois-Erweiterung ist, nämlich zum Beispiel die Körpererweiterung, die eine dritte Wurzel von 2 attingiert. Also k, a soll das Numberfield sein, was definiert wird durch x hoch 3 minus 2. Ich attingiere also zu q eine dritte Wurzel aus 2. Und das hat den Grad 3 über q, denn das hier ist ein Polynom von Grad 3, was irreduzibel ist. Also kriegen wir hier einen Grad von k, der 3 ist. Das ist das, was wir erwarten können. Und dann schauen wir uns die q-Automorphismen von k an. In Oscar können wir die mit dem Befehl Automorphismus ausrichten, also out definiere ich mal als Automorphismus von K. Das gibt mir ein Objekt zurück, eine Liste von Maps. Also out ist eine Liste von Maps von K nach K und ich sehe schon, es gibt nur eine einzige Map. Das lasse ich mir nochmal bestätigen. Die Anzahl der Elemente in out, die ich mit Length von out ausrechne, ist 1. Und ich kann mir auch anschauen, wie diese Elemente in out wirken. Ich kann einfach mal hier die Elemente in out auf a wirken lassen. A ist der Erzeuger dieser algebraischen Körpererweiterung. Und das mache ich, indem ich mir die Liste anschaue, g von a, für alle g in out. In diesem Fall gibt es nur 1, aber trotzdem kann ich hier über out iterieren. Es gibt dann halt nur einen Iterationsschritt, aber trotzdem kann ich das hier so machen. Und ich sehe, ich kriege hier also eine Liste von Länge 1, weil out hat nur ein Element. Und das ist a. Und das heißt, das einzige Element, was hier in out enthalten ist, ist die Identität. Ja, die Identität ist natürlich immer ein q-Automorphismus von k nach k. Und hier sehen wir auch bestätigt, okay, die einzige, den wir finden, ist die Identität. Das zeigt schon, dass x hoch 3 minus 2, wenn ich eine Nullstelle von x hoch 3 minus 2 zu q adjungiere, also wenn ich mir den Körper k angucke, dass k keine Galois-Erweiterung von q ist. Denn wäre es eine Galois-Erweiterung, wüsste ich, dass die q-Automorphismen von k nach k, dass es da genauso viele gibt wie der Grad von k, das ist nämlich 3. Jetzt finde ich aber nur einen. 1 ist ungleich 3. Daraus kann ich schon schließen, dass k keine Galois-Erweiterung ist. Ich könnte das aber auch sehen, indem ich mir anschaue, dass der Körper k kein Zerfällungskörper ist. Denn wenn ich hier eine dritte Wurzel von 2 zuattingiere, dann kriege ich nicht automatisch alle Nullstellen von diesem Polynom. Denn ich brauche außer der dritten Wurzel von 2 auch noch Einheitswurzeln. Ja, die Nullstellen von diesem Polynom sind ja dritte Wurzel aus 2, dann dritte Wurzel aus 2 mal eine dritte Einheitswurzel und dann dritte Wurzel aus 2 mal eine dritte Einheitswurzel zum Quadrat. Und wenn ich nur eine von denen attingiere, kriege ich eben die anderen beiden nicht. Deswegen ist das hier gar eine Galois-Erweiterung und das sehen wir ja auch, indem wir uns die Automorphismen anschauen. Es gibt nur einen. Jetzt möchte ich mir aber gerne den Zerfällungskörper von diesem Polynom x hoch 3 minus 2 angucken. Ja, ich habe jetzt ja gerade diskutiert, dass wenn ich eine Nullstelle adjungiere, dass das kein Zerfällungskörper ist, dass das keine Galois-Erweiterung ist. Aber um mir den Zerfällungskörper in Oscar zu berechnen, stellt Oscar die Funktion Splitting Field bereit. Ja, also Splitting Field, der englische Begriff für Zerfällungskörper, definiert jetzt einen Körper L, der genau der Zerfällungskörper von diesem Polynom ist. Und wir schauen es uns an. Das ist der Grad von diesem Körper über Q. Der Grad ist 6. Ja, und 6 ist größer als 3. 3 war ja der Grad, den ich kriege, wenn ich hier nur eine Nullstelle adjungiere. Und 6 ist der Grad, den ich kriege, wenn ich mir den Zerfällungskörper angucke. Und das ist auch zu erwarten, denn wir wissen ja, dass der Zerfällungskörper den gleichen Erweiterungsgrad hat wie die Galois-Gruppe und wir wissen auch, dass die Galois-Gruppe eine Gruppe ist, die auf den Nullstellen dieses Polynoms operiert. Und das heißt, die Galois-Gruppe ist eine Untergruppe der S3, der Permutationsgruppe auf 3 Elementen. Die S3 hat 6 Elemente und wir sehen also hier, der Erweiterungsgrad von diesem Zerfällungskörper ist 6. Hier können wir schon schließen, dass die Galois-Gruppe dieses Erweiterungskörper die S3 ist. Aber das ist auch was wir erwarten würden. Wir können uns die Galois-Gruppe trotzdem explizit ausrechnen lassen, wieder indem wir jetzt diesen Automorphismus-Befehl benutzen. Also g ist jetzt gleich Automorphismus von L. Ich sehe, g hat jetzt nicht mehr nur ein Element, sondern es hat jetzt 6 Elemente, genauso viel wie der Erweiterungsgrad von L und das ist ja genau das, was wir hier erwarten, dass die Anzahl der q
Automorphismen von L ist genau gleich dem Erweiterungsgrad von L, weil das hier ein Zerfällungskörper ist. Das ist gleich 6. Wieder können wir uns anschauen, wie die Galois-Gruppe auf einem Erzeuger von L wirkt. Und als B bezeichne ich jetzt einen Erzeuger von L. Und diese Funktion gen von L berechnet wieder ein Element, sodass L gleich Q adjungiert B ist, also in diesem Fall B, weil ich B als den Generator von L bezeichne. Also B ist eine Zahl, sodass L gleich Q adjungiert B ist. Und ich schaue mir an, wie meine Galois-Gruppe G auf dieses Element B wirkt. Und dazu schaue ich mir wieder die Liste an, aller G von B, wobei klein g über alle Elemente in groß G, was ja meine Galois-Gruppe ist, iteriert. Schauen wir es uns an und wir sehen, B, was hier intern als ein X dargestellt wird, also nicht verwirren lassen, dieses B ist hier als X dargestellt. Die Galois-Gruppe wirkt auf dieses Element wie folgt, so der erste Eintrag ist X, weil der erste Eintrag in der Galois-Gruppe einfach die Identität ist und dann das zweite Element ist jetzt dieses, das dritte ist dieses und so weiter und so weiter. Und wir sehen wieder hier, wir haben 6 Elemente und das zeigt uns, dass die Galois-Gruppe die S3 ist. Wir können uns auch das Minimalpolynom dieses Erzeugers B ausrechnen lassen und sehen, das Minimalpolynom ist x hoch 6 plus 108. Das bringt mich jetzt auch schon ans Ende dieses Notebooks und damit ans Ende dieser Vorlesung. Zum Schluss möchte ich noch einmal die Gelegenheit nutzen, um zu erwähnen, dass auf der Website des OSCAR-Projekts eine sehr ausführliche Dokumentation des Packages zu finden ist, wo noch viele weitere Funktionen für die Berechnung in Algebra bereitstehen, die man sich anschauen kann, die man frei benutzen kann. Und außerdem ist noch zu erwähnen, dass das OSCAR-Projekt immer noch unter aktiver Entwicklung ist. Das heißt, im Laufe der Zeit werden wir mit Sicherheit dort viele neue Funktionen finden und es lohnt sich, regelmäßig einen Blick auf die Website zu werfen, um zu schauen, wie sich das Projekt entwickelt.